Moin Moin Sieghaus-Freunde, willkommen zurück zur Flaschenpost hier auf dem Sieghaus-Kanal, dem Infotainment-Portal rund um World of Warships. Schön, dass ihr wieder dabei seid, denn heute geht's in die nächste Update-Runde. Das Update 080 steht in den Startlöchern. Es ist am 31. Januar 6 Uhr soweit, da werden die Server runtergefahren, das Update wird aufgespielt und am 31. Januar um 9 Uhr sollen die Server, so denn Gott will oder RNG, die Server wieder verfügbar sein. Update-Größe 1,3 GB, also könnt ihr schon mal ein bisschen was vorladen. Wenn ihr das Game Center installiert habt, ist das ja möglich. Dann eine gleiche Sache vorab, die wird hier in diesem Update-News-Blog noch gar nicht richtig hervorgehoben. Es kommt noch ein Event, und zwar Fly Strike Win. Und das wird wieder mit Direktiven verfügbar sein. Also so ähnlich wie beim Prinz Adel Friedrich, so ähnlich wie bei der Royal Navy, als die Zerstörer ins Spiel kamen und so weiter. Und das wird der Marineluftfahrt gewidmet sein. Das heißt, man hat da wieder bestimmte Aufgaben, dafür gibt es wieder Belohnungen und so weiter und so weiter. Ich gehe davon aus, dass dazu noch ein spezieller, separater Artikel hier auf dem Portal erscheinen wird. Wenn der erscheint, dann werden wir ihn natürlich in einer der nächsten Flaschenpost hier auf jeden Fall mit verhackstücken. Ich gehe davon aus, dass der morgen erscheinen wird. Das wäre dann der 30.01. Das wäre ja wichtig, dass Wargaming uns vorher informiert, wie dieses Event läuft, anstatt erst nach dem Update, ne? Gut, ihr seht, was wir vorhaben. Wir werden den Update 080 komplett für euch auseinandernehmen und wir werden uns auch nur um dieses Update 080 kümmern und was das für Auswirkungen für uns als Spieler auf dem Game-Server haben wird. So, der eine oder andere kann es vielleicht schon gar nicht mehr hören, aber tatsächlich, es gibt ein neues Gameplay für Flugzeugträger. Wir haben dazu eine dreiteilige Sonderausgabe gemacht, wo wir uns komplett und allumfassend um das neue Gameplay der Flugzeugträger bemühen und kümmern. Was muss man erforschen? Wie erforscht man sie? Wie sind sie zu spielen überhaupt? Was hat man für Verbrauchsmaterialien? Also in den ganzen Geschichten haben wir uns gekümmert drum. In dem zweiten Teil haben wir uns darum gekümmert, wie erforscht man sie? Welche Module und Verbesserungen kann man einbauen, welche Kapitänskills gibt es und so eine Sachen. Und im dritten haben wir uns die Nationen angeschaut. Japan, USA, die Premium-Träger und was für Kompensationen gibt es, wenn ihr mit den Trägern überhaupt nicht einverstanden seid. Das sind die Teile, die ich euch ans Herz legen kann. Ich blende die auch gerade oben noch ein. Und ich werde sie natürlich auch wieder in die Videobeschreibung setzen, sodass ihr, wenn ihr Bock habt, euch ganz dediziert nur um diese Flugzeugträgergeschichte weiterbilden könnt. Ich möchte jetzt hier nicht groß auf die Flugzeugträger eingehen, also zumindest nicht allumfassend. Es gibt eine WASD-Steuerung, das ist mit also Tastatur und Maus zu steuern. Es ist actionlastiger geworden, kein Strategiespiel mehr, sondern ihr seid mitten in das Spiel-Engine, das kann man schon mal sagen. Ihr habt nicht mehr so viel Kontrolle über die Karte, wie ihr das früher hattet. Dafür habt ihr Schlachtflugzeuge zum Beispiel dazu bekommen, die Raketen, also Luft-Boden-Raketen, abschießen können. Ist sehr, sehr herausfordernd, sehr, sehr actionreich geworden. Der Flak auszuweichen, die Effekte haben zugenommen. Ihr habt ganz spezielle Aufgaben als Flugzeugträger, die ihr auch nur als Flugzeugträger übernehmen könnt, sozusagen. Und ja, all so eine Sachen, also jede Menge Neuigkeiten, was es da so gibt. Motorboost und so eine ganze Geschichten. Hier geht es dann um die Nationen. Und ja, deswegen, wie gesagt, ich werde es jetzt hier ein bisschen überspringen, weil wir eben schon drei Teile Sonderausgaben haben. Außerdem haben wir für euch natürlich Test-Server-Gameplay. Ich habe am Sonntagabend mit euch nochmal ein Flugzeugträger-Übungsgefecht gemacht. Da habe ich auch die Steuerung nochmal zum Ende hin erklärt. Also ich bin mit euch quasi geflogen und habe gesagt, welche Taste drücke ich jetzt in diesem Moment? So eine Sachen. Ja, müsst ihr euch dann einmal anschauen, wenn ihr denn Interesse habt. Und ich glaube, da bleibt ganz viel für euch dran hängen, sodass, wenn ihr euch damit noch nicht auseinandergesetzt habt, dass ihr euch da dann schnell zurechtfindet. So, der nächste Punkt ist schon Ranked. Also, es gibt wieder gewertete Gefechte und zwar in der 11. Saison. Ja, wir gucken uns jetzt hier den kurzen Artikel gerade quasi an. Wir haben natürlich aber einen langen Artikel für euch, beziehungsweise Wargaming hat den für uns geschrieben. Und zwar beginnt die neue Saison der gewerteten Gefechte am 31. Januar und wird quasi einen knappen Monat, also bis zum nächsten Update dauern. Ich glaube, das war jetzt Ende Februar, wo das Ding dann wieder ausläuft. Hier, 26. steht da auch. Es wird 18 Ränge geben und das ist dann unterteilt, ne? Von 18 bis 11 in die League 2, von 10 bis 6 in die League 1 und in die Premier League hier dann von 5 bis 1. Ihr müsst den Service
Level, also den die Werperstufe 14 haben. Es sind nur Schiffe der Stufe 9 erlaubt. Es wird ein 6 gegen 6 Kampf geben und es sind keine Divisionen zugelassen. Wir haben hier dann verschiedene Karten, 5 Stück an der Zahl. Hier Dreizack zum Beispiel, Eisinseln, Fahrt des Kriegers, Schlafender Riese und ja, Mountain Range. Ich habe gerade die deutsche Übersetzung nicht im Kopf. Es gab eine ganze Menge zu gewinnen, nämlich Dublonen, Stahl, Kupfer und so weiter. Und das ist nur das, was ihr hier seht, ist nur das, was ihr für Rang 1 erhaltet. Ja, denn insgesamt gibt es 5500 Stahl auf dem Weg zu Rang 1. Und das richtig Geile meiner Meinung nach ist, dass ein komplett neuer Kampfmodus ist. Es ist nicht mehr so, dass wie früher, dass ihr da 3 Caps habt und die müsst ihr irgendwie erobern, sondern es ändert sich. Es wird nämlich in dem Modus Wettrüsten ausgeführt. Und ihr erinnert euch, wir hatten vor einiger Zeit Wettrüsten schon mal als Gefechtsmodus in der Testphase auf dem Live-Server, kann man so sagen. Und ja, jetzt geht's eben dann ab, ja, diese ganze Geschichte. Es gibt nämlich jetzt Bereiche mit Buffs. Also diese Wettrüsten-Geschichte war ja so, dass sich Zonen auf der Karte überall auftaten. Da konnte man eine Sonderheilung erhalten oder schnelleres Nachladen oder bessere Tarnung und so weiter und so weiter. Und das wird sich jetzt hier halt auch wieder spiegeln. Wichtig ist immer noch, ihr müsst am Ende 1000 Punkte erreichen oder der Gegner muss 0 Punkte haben oder alle Gegner werden vernichtet. Ja, das sind die Punkte, wodurch ihr dieses Gefecht gewinnt oder verliert. Übrigens war Bergkette die 5. Karte, die ich eben gerade nicht parat hatte. Was jetzt hinzugekommen ist, und das finde ich, um da ein bisschen mehr Realität reinzubringen, finde ich das richtig geil, gerade weil es auch so ein bisschen an den CV-Rework so angelehnt ist. Es gibt in Zukunft Flugzeuge, die so eine, ich sag mal, ja, Luftfracht abwerfen, die dann im Wasser schwimmt. Und ihr könnt quasi vorher schon sehen, wo diese Dropzonen, also Abwurfzonen sind. Ne? Und zwar habt ihr mindestens 2 Minuten Zeit, diese Dropzonen zu erreichen. Die werden eingezeichnet und dann fängt ein Timer an, runter zu zählen. Und ihr müsst in dieser Zone drinne sein, wenn der Timer abgelaufen ist oder eben danach wird dann dem Ersten, der in diese Zone reinfährt, der Bonus davon gut geschrieben. Und ja, kurz vor Ablauf dieser Zeit sozusagen fliegt dann ein Frachtflugzeug rüber und schmeißt mit einem Fallschirm den Buff in Anführungsstrichen quasi ab. Finde ich eine richtig coole Geschichte. So, dann kommen wir hier nochmal zur Zusammenfassung. Also, die Ladung wird nicht in einem Zeitraum unter 2 Minuten abgeworfen. Sobald die Ladung im Wasser abgeworfen wurde, verändert sich die Farbe. Genau, ihr seid am Anfang, ist es ein weißer Bereich, also wo diese Zeit runtertickt, von 2 Minuten auf 0. Und sobald die Ladung abgeworfen und im Wasser ist, ist die Zone eben grün dargestellt. Ja? Ein Schiff muss in den grünen Bereich eindringen und ihn dadurch aktivieren, um den Buff zu erhalten. Das Schiff, was zu dem Zeitpunkt quasi in den Kreis reinfährt, bekommt die zweifache Buff-Aufladung. Also ihr würdet dann hier zum Beispiel, die Erkennbarkeit des Schiffes wird nicht um 5, sondern sofort um 10% reduziert. Als Zerstörer sehr, sehr praktisch, wenn ihr dann vorne dabei seid. Ne? Alle anderen Schiffe, also alle Verbündeten, nicht mehr Kilometerentfernungen zählen. In der Testphase war es ja noch so, dass alle Schiffe im Umkreis von 12 Kilometer diesen Buff bekommen, sondern alle alliierten Schiffe, für die ihr quasi diese Sache mitgebufft habt oder aufgesammelt habt, erhalten eine Stufe. Ne? Heißt also, alle Schlachtschiffe, die noch weiter hinten rumdödeln, weil ihr als DD ganz vorne mit dabei seid, ja, die bekommen eine Stufe und ihr da vorne bekommt eben zum Beispiel dann eben 2 Stufen. Wenn sich in dem Bereich gleichzeitig mehrere Schiffe befinden, ja, wird der Buff nicht zugeteilt oder es wird der Partei zugeteilt, die mehr Schiffe in dieser Zone drin haben. Ja, so ist das hier dargestellt. Wenn die Anzahl der Schiffe gleich ist, also 1-1, 2-2 und so weiter, dauert so lange, bis entweder eine Partei das Übergewicht gewonnen hat, ja, oder halt, ja, wie gesagt, bis das Ungleichgewicht hergestellt ist. So kann man das sagen. Entweder durch Zerstören, durch Rausfahren, durch Rausdrängen, was auch immer. Auf jeden Fall, hier steht es auch nochmal, das verbündete Schiff, was capped, erhält 2 Stufen und alle anderen erhalten dann eine Stufe. Es gibt dann hier 5 verschiedene Arten. Einmal, die Erkennbarkeit wird reduziert. Dann wird regelmäßig Schiffs-HP hergestellt, diese Variante gibt's. Dann wird die Nachladezeit reduziert in Prozent, also bis zu 30% Reload-Boost, ja, oder 0,3% der Trefferpunkte des Schiffes werden wiederhergestellt, also auf Stufe 6. Das ist schon richtig heftig, und zwar kontinuierlich, das ganze Gefecht lang. Ja, also
20 Minuten im schlimmsten Fall. Ne? Und dann gibt es natürlich noch verbesserte Schiffsbeschleunigungswerte oder verbesserte Ruderstellzeit. Also das ist quasi ein Cap, der euch beides bringt. Ne? Die Ruderstellzeit wird verbessert und die Beschleunigungszeit des Schiffes wird verbessert. Und dann gibt es noch einen fünften Bereich, nämlich die Beschleunigung von allen Verbrauchsmaterialien. Also, dass ihr quasi die schneller wieder parat habt. Ihr könnt ihr einen Buff bekommen, der am Ende 30% schnellere Wiederverwendbarkeit der Verbrauchsmaterialien ermöglicht. Finde ich ganz krass. Ja, also muss ich ganz ehrlich sagen, wenn du da richtig lang im Gefecht dabei bist, das heißt überleben, vor allen Dingen überleben und möglichst ungesehen von Cap zu Cap fahren, also einen DD, der zum Beispiel sehr niedrig erkennbar ist, möglicherweise eine Jutland, ja, die kann da einiges ausmachen, gerade weil sie auch Hydro hat und so eine Sachen, also sehr schnell schießen kann sie auch, ist vielleicht eine Möglichkeit, um damit voranzukommen. Hier hat man nochmal eine Übersicht, ja, so sehen hier die Buff-Zonen dann aus, die sind dann eingezeichnet und vorher sind die eben weiß umrandet und sobald der Buff unten ist, wird dann halt, ist es dann halt grün, der Rand, ne? So, nach 8 Minuten in diesem Gefechtsmodus sozusagen, also hier, wenn die ganzen Bubbles da immer erscheinen, dann erscheint in der Mitte eine große Zone, ja, die dann Punkte ermöglicht sozusagen. Ja. Ihr fahrt da rein und bekommt dann 10 Punkte pro Sekunde. Und ja, wenn der Gegner nicht schnell genug reagiert und auch in diese Zone reinfährt, dann hat der Gegner ganz schnell das Nachsehen. Und eine Sache habe ich eben, glaube ich, noch vergessen. Und zwar gibt euch jedes Aufsammeln dieser Buff-Zonen auch Punkte. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo das steht. Aber ich habe das vorhin gelesen, dass jedes Team erhält 20 Punkte für jeden aktivierten Bereich, während das gegnerische Team 20 Punkte verliert. Also jede Buff-Zone, die ihr auch aufsammelt, ja, ist dann nicht nur der Vorteil auf das Schiff und die Alliierten, ja, sondern auch gleichzeitig noch 20 Punkte auf euer Punktekonto für euer Team und beim Gegner werden eben 20 abgezogen. Ne? Und so kommt man dann zum Ende des Gefechts. Also eigentlich eine beschleunigte Geschichte. Wie so ein bisschen wie so ein Trichter. Am Anfang fahren alle außen an, arbeiten sich durch die Buff-Zonen aneinander ran und in der Mitte ist dann nachher, nach 8 Minuten, so eine große Schlüsselzone, die man 150 Sekunden lang halten muss. Und wenn das passiert, dann habt ihr gewonnen. Ja, so einfach ist das. Eigentlich ziemlich cool gemacht, nicht mehr so strategisch. Ist so ein bisschen actionlastiger, das gewertet. Diese gewertete Saison. Ich persönlich freue mich drauf. Ich bin mal gespannt, ob ich Zeit habe, das dann mit euch durchzuspielen, mit euch zusammen. So, und dann gibt es natürlich wieder Gutschriften für die Bonussterne der letzten Saison. Das wird dann hier auch nochmal verteilt. Da kann man genau sagen, ich war im letzten Erster, dann starte ich jetzt als Neunter. Krieg also 22 Bonussterne. Und so weiter. Kann man sich dann genau angucken, wo man startet. Und dann gibt es natürlich eine ganze Menge Belohnungen. Und jetzt kommt es drauf an, wo kriegt ihr denn das erste Stahl? Das erste Stahl bekommt ihr schon bei Rang 16. Ja, wenn ihr Rang 16 erreicht, bekommt ihr 250 Stahl. Oder wenn ihr Rang 17 erreicht, auch 250 Stahl und so weiter. Also man kann sich hier schön durcharbeiten und hier oben wird die Stahlbelohnung immer größer und natürlich auch die Tarnmuster und die Signale und so weiter und so weiter. Also am Ende hat man wirklich eine Menge Stahl farmen können. Und das geht halt schon mit Rang 17, 16, wie ihr hier seht, 14 geht es dann weiter, 13, 11 und so weiter. Überall gibt es Stahl, ja. Also ist auf jeden Fall mal ganz angenehm, dass das jetzt auch für Leute, die vielleicht nicht in der Lage sind, Clan-Gefechte zu fahren, weil sie in keinem Clan organisiert sind oder der Clan keine Clan-Gefechte fährt und so eine Sachen, hier eben Stahl mitnehmen kann. Ich hoffe, dass ich euch das ein bisschen anschaulich erklärt habe und wir kommen jetzt schon zum nächsten Thema, nämlich das Geplänkel. Wer bei uns im Livestream mit dabei war, der hat schon mitbekommen, dass es demnächst ein Geplänkel gibt, beziehungsweise ich hatte euch in der Flaschenpost vorher schon einmal davon erzählt. Und zwar ist es ein Wettbewerb unter Clans gegen Clans. Das ist so ein bisschen das Versorgungslinie-Event der Vergangenheit, was jetzt hier wieder initiiert wird. Und zwar kann der Clan Öl bekommen. Und das ist gar nicht mal so gering. Also ich habe das jetzt gerade nicht mehr so hundertprozentig im Kopf. Es gibt halt eine Vorbereitungsphase. Also der Stellvertreter oder der Commander des Clans kann sich eintragen in dem Clan, also seinen Clan in dieses Geplänkel.
Und dann habt ihr von Montag bis Donnerstag Zeit, also der gesamte Clan, eine gewisse Vorgabe, eine Aufgabe zu erfüllen. Wird diese erfüllt, kriegt ihr schon mal 800 Öl on top. Und seid dann qualifiziert, um am Wochenende in den Waffengang sozusagen zu gehen. Und dann geht es darum, für bestimmte Schiffstypen, also das geht dann los mit panasischen Zerstörern und so weiter. Ihr habt eine Riesentabelle und überall müssen dann bestimmte Anzahl von Base-XP erfarmt werden. Das fängt an bei 300 und steigert sich dann immer weiter. Und für jedes Mal, wenn man dieses Ziel erreicht hat, also diese Base-XP erbracht hat, dann gibt es einen Stern. Und wenn man eben nicht geschafft hat, dann gibt es keinen Sternabzug, aber man hat nicht unendlich Versuche, sondern, wenn ich mich recht entsinne, sind 10 Versuche, die ihr parat habt, die ihr, in denen ihr versuchen könnt, die Base-XP zu übertreffen. Ihr habt die Möglichkeit, im Clan-Reiter, wenn ihr im Clan organisiert seid, eure Teilnahme zu aktivieren oder zu deaktivieren. Und ja, das sind alles Informationen, die jetzt hier gar nicht mehr stehen. Das ist alles das, was ich auf dem Testserver als Erfahrung für euch gesammelt habe. Und ja, am Ende kann man eine ganze Menge Öl mitnehmen, denn für jeden Stern gibt es 10 Öl. Für den Sieg gegen den anderen Clan gibt es nochmal 800 Öl. Ach, das war, also das war eine ganze Menge. Ich glaube, bis zu 2000 Öl konnte man aus erfolgreichen Gefechten ohne Probleme einfach mal mitnehmen, weil man ja für jeden Stern sowieso nochmal Öl bekommt. Und es ist einfach so eine Nebenbei-Sache. Das muss, man drückt auf Aktivieren und fährt seine Gefechte und fertig ist der Lack. Also das kann man natürlich sehr organisiert machen, aber das kann man auch durch Zufall einfach mitlaufen lassen. Mal gewinnt man, mal verliert man. Und dann, ja, so geht es eigentlich weiter. Und jetzt kommen wir dann schon zum gleichen nächsten Thema. Relativ große Thema, Game-Balance-Änderung. Buffs in Nerfs habe ich es genannt und DDs im Vorteil oder nicht. Und das kommt jetzt nämlich, diese ganze Geschichte. Game-Balance. Was ändert sich bei der Game-Balance? Der Tarnungsmeister ändert sich mit dem Update, was am Donnerstag hier kommt. Aktuell ist es noch so, ihr habt einen Träger, ihr kriegt einen 16, wenn ihr Tarnungsmeister skillt, kriegt ihr 16% Erkennbarkeitsbonus. Also ihr seid 16% weniger zu sehen. Seid ihr ein Schlachtschiff, kriegt ihr 14% Bonus, ihr seid 14% weniger weit zu sehen. Seid ihr ein Kreuzer, sind 12% weniger und seid ihr ein Zerstörer, sind 10%. In Zukunft wird es so sein, dass alle Schiffstypen nur noch 10% erhalten. Also Flugzeugträger, Schlachtschiffe und Kreuzer. Denn Zerstörer sind ja immer noch bei 10% und die profitieren also am meisten von dieser Veränderung. Denn alle Schiffe außer Zerstörer sind jetzt in Zukunft weiter sichtbar, wenn sie den Tarnungsmeister geskillt haben. Natürlich gibt es da noch eine gewisse Progressivität drinne. Das heißt, wenn ein Flugzeugträger 20 Kilometer wieder aufgeht und jetzt 10% Sichtbarkeit verliert, weil er Tarnungsmeister geskillt hat, dann verliert er ganze 2 Kilometer. Geht ein Schiff aber nur 15 Kilometer auf und der skillt Tarnungsmeister, verliert er 1,5 Kilometer. Also ist ja ganz klar, 10% ist jetzt aber der Standardwert und nicht mehr so wie vorher, dass man halt bei einem Flugzeugträger sagen muss, 16 oder weiß ich nicht. Also es wird am Ende die Auswirkungen haben, dass Zerstörer eine höhere Möglichkeit haben, Ausweichbewegung zu machen, sich besser zu platzieren möglicherweise. Dadurch ist es einfach, ist es für den DD-Fahrer sogar ein Ticken einfacher. Ja, er hat sozusagen einen Buff bekommen, weil alle anderen Schiffe um ihn herum früher zu sehen sind. Ja, und Kreuzer haben natürlich auch einen Vorteil gegenüber Schlachtschiffen, denn die werden jetzt auch nicht mehr so schnell gesehen, sozusagen. Also, die werden schneller gesehen und damit sind die Kreuzer in der Situation, dass sie halt ausweichen können, wenn ein Schlachtschiff einfach deutlich früher aufgeht. Ich kann mir vorstellen, dass davon der Conqueror mit am meisten leiden wird, weil er ein Schlachtschiff war, was sowieso relativ, also er hatte eigentlich einen guten Basiswert, aber es musste auf Tarnung, oder muss eigentlich auf Tarnung geskillt werden, weil es einfach nicht so super viel aushält. Und ich glaube, dass der Tarnungsmeister für den Conqueror, ja, der Tarnungsmeister nervt sicherlich, das sind 4% Sichtbarkeit, das hört sich jetzt erstmal so lächerlich an, aber bei den Kilometerwerten, die dieses Schlachtschiff hat, kann damit die Sichtbarkeit bestimmt gesteigert werden. Also ich denke mal, so locker 15 Kilometer wird der Conqueror in Zukunft aufgehen mit dem alternativen Modul. Wenn er das alternative Modul, also das legendäre Modul nicht drin hat, dann wird er sich sicherlich so im Bereich von 13 Kilometer bewegen. Das ist so mein Gefühl, ich habe es jetzt noch nicht errechnet. Dann wird sich noch einiges verändern, und zwar die Dauer von Bränden auf schweren Kreuzern. Zu diesen Kreuzern gehört die Kronstadt, die Stalingrad, die Azuma und die Alaska, die ja demnächst ins Spiel integriert wird. Da wird die Branddauer verlängert, und zwar von 45 Sekunden auf 60 Sekunden. Und damit erhöht sich natürlich der Schaden, den das Schiff nehmen kann.
Wenn man jetzt komplett auf Survive geskillt ist, ist die Branddauer dann noch 35 Sekunden. Wenn sie jetzt vor dem Update komplett auf Survive geskillt ist, dann sind es 25 Sekunden. Also in Wirklichkeit wird der Brand wahrscheinlich 10 Sekunden länger ticken. Heißt einfach mehr Schaden, denn diese Schiffe sind ziemlich gut gepanzert und sind sie geschickt angestellt, kann man mit denen sehr lange im Gefecht überleben und dann hat man auch einen Vorteil gegenüber den anderen Schiffen im Spiel. Und das hielt Wargaming für unverhältnismäßig und wollte dagegen eben etwas tun. Dann gibt es weitere Buffs, und zwar bei der Izumo ändert sich der Sigma-Pferd von 1.8 auf 2.0. Da haben sie ja schon lange dran rumgeschraubt, auch an der Penetrationskraft der AP-Granaten und so weiter und so weiter. Die schießt jetzt genauer. Bei der Ki wurden Sachen verändert, und zwar die Nachladezeit wird reduziert um eine Sekunde, die Reichweite der Torpedos um 4 Kilometer auf 10 erhöht. Die Reisegeschwindigkeit dieser Aale, ja, auf 62 Knoten reduziert und der Höchstschaden dafür dann aber auch wieder erhöht. Also die Ki kriegt einen schönen Buff. Dann die Nagato, da wird die Nachladezeit der Hauptgeschütze verändert. Der Sigma-Wert bei der Colorado ändert sich von 1,9 auf 2,0, also viele Schiffe werden präziser. Bei der Dunkirk wird die Ladezeit reduziert von 28 auf 26 Sekunden. Sie hat ein kleineres Kaliber als viele auf dieser Stufe und deswegen soll das damit ausgeglichen werden. Das britische Schlachtschiff Hood, ganz, ganz interessant, bekommt einen höheren Sigma-Wert. Das heißt, das Schiff schießt wieder genauer und die Zündverzögerung der AP-Granaten wird verändert. Aktuell hat dieses Schiff noch die Zündverzögerung von 0,015 und damit die typisch britische AP-Munition. Nämlich, nachdem genug Panzerung penetriert wurde, zündet dieses Geschoss, also in Anführungsstrichen, schneller. Ja? Und in Zukunft wird das Standard-AP-Munition sein, nämlich 0,033 Sekunden, nachdem genug Panzerung durchschlagen wurde, um dieses Ding zu aktivieren. Das heißt effektiv, früher war die Hood ein Schlachtkreuzer, der hauptsächlich auf andere Kreuzer schießen sollte, weil er da sehr gut Schaden machen konnte. Und auf Schlachtschiffen eher nicht so, weil dann immer noch Panzerung da war, wo die AP-Munition schon explodiert ist. Bei Kreuzern eben nicht. Und jetzt kommen wir mit den 0,033 Sekunden bei der Schlachtschiffpanzerung besser rein und die AP-Munition explodiert erst dann, wenn sie auch wirklich in der Zitadelle zum Beispiel ist. Dafür ist die Wahrscheinlichkeit auf Kreuzern Overpenetrations, also sogenannte Durchschläge zu machen, dass die Munition quasi durch das Schiff schon durchgeflogen ist und auf der anderen Seite schon wieder ausgetreten ist, dafür sehr viel höher und dafür bleibt natürlich dann nur noch 10% Schaden hängen, anstatt der volle Zitadellenschaden, also 100% Alpha-Damage der Granate. Ja, also das sind jetzt Sachen, die müsst ihr in Zukunft beachten. Mit der Hoods seid ihr jetzt eher gegen Schlachtschiffe ausgerichtet, anstatt gegen Kreuzer. Ja, dann bei der Egle gibt es den Vorteil, 1 Kilometer mehr Torp-Reichweite und damit wird das Fenster der Sichtbarkeit ein bisschen verbessert, weil die Egle, soweit ich dich entsinne, 6,5 Kilometer weit erkennbar ist und 7 Kilometer Torps hatte und jetzt gehen die halt auf 8 Kilometer und damit kann auch die Egle verdeckt torpen. So, dann bei der Mayhem gibt es einen Buff und zwar einen Buff bei der Nachladezeit. 0,7 Sekunden kann die jetzt schneller schießen. Richtig geil für den Zerstörerfahrer der Tierstufe 7. Die Ballerbude macht sicherlich Spaß. Dann gibt es die Sims, ein Zerstörer, der schon sehr lange im Spiel ist. Der bekommt jetzt auch verbesserte Torpedos. Und zwar den Standardwerfer auf 7 Kilometer anstatt 5,5. Also das ist der Werfer, wo man ein höheres Risiko eingehen muss, um ranzukommen, dafür aber mit besonders viel Schaden belohnt wird. Oder eben den alternativen Werfer, den hat man erweitert auf 10,5 Kilometer. Der Schaden ist leicht erhöht auf 9667 Punkte, Alpha-Damage wohlgemerkt, vor der Torpedo-Reduktion und so weiter. Und ja, das ist der US-Zerstörer. Und bei den sowjetischen Zerstörern wurde auch noch ein bisschen was gemacht, und zwar bei der Ognevoy und bei der Udaloy. Ich bin eigentlich der Meinung, das hier ist ein kleiner Fehler. Waren das nicht der Tierstufe 10 und 8? 10 und 9? Ich weiß es nicht ganz genau. Ich nehme jetzt das erstmal hier für bare Münze, was hier steht. Also Ognevoy und Udaloy werden gebufft. Und zwar bekommen sie einen zusätzlichen Slot an Verbrauchsmaterial, nämlich die Reparaturmannschaft. Das heißt, sie können Trefferpunkte wiederherstellen. Das Standardverbrauchsmaterial hat dann eine Aufladung, das Premiumverbrauchsmaterial 2. Ist 120 bis und respektive 80 Sekunden aktiv. Die Wirkungsdauer ist 28 Sekunden lang, also 28 Sekunden stellt ihr Trefferpunkte wieder her und zwar 0,5% Punkte der Gesamttrefferpunkte des Schiffes pro Sekunde. Das ist die Regenerationszeit. Also, das heißt, wenn ihr
Ja, jetzt ein gutes Beispiel. Wenn ihr 10.000 Trefferpunkte habt, sind 1% eben 1.000 und 0,5%, nee, 1% von 10.000 sind natürlich 100 und bei 0,5% sind es 50 Trefferpunkte pro Sekunde, die ihr dann wieder herstellen würdet. Also wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, jetzt bin ich natürlich hier vor der Kamera, Mist. So, dann zur Kiev. Bei der Kiev gibt es den Nebelerzeuger, der kann getauscht werden, auch mit der Reparaturmannschaft und das gleiche gilt wie oben. Ja, da sind dieselben Werte dann drin. Entweder man gibt den Nebelerzeuger ab und hat dafür die Reparaturmannschaft drin oder man baut den Nebelerzeuger ein und schmeißt ja für die Reparaturmannschaft raus. So ist es bei der Kiev. So, und jetzt kommen wir noch zu dem Beispiel, sind die Ds in Zukunft im Vorteil oder nicht? Ich habe hier mal eine Liste gemacht und zwar erstmal die Vorteile, die in der letzten Zeit oder in naher Zukunft in das Spiel einfließen werden. Wir haben da teilweise schon Beta-Tests zu oder Supertest-Informationen veröffentlicht auf unserer Facebook-Seite. Da bekommt ihr sowieso immer alle Supertest-Informationen ins Deutsche übersetzt von uns, relativ zeitnah. Wir bemühen uns, das schnellstmöglich zu machen. Und zwar, was ist in der letzten Zeit passiert? Der DD, der geneigte DD-Fahrer, kann seit dem letzten Patch oder vorletzten Patch, auf jeden Fall seit einiger Zeit, nur noch 10% Maximalschaden pro Granate erhalten, wenn es AP ist und wenn das Kaliber größer als, also 280 mm oder größer ist. Ja, das war vorher anders, weil vorher konnte unter Umständen der DD auch ein One-Shot sein oder sehr, sehr viel mehr Schaden bekommen, weil die AP-Munition da eben, ja, in Anführungsstrichen für Wargaming falsch funktioniert hat. Das heißt, das Risiko ist für den DD-Fahrer geringer geworden. Es sei denn, er wird mit HE beschossen. Ne? HE-Granaten sind davon ausgenommen. Dann gibt es den Vorteil für den DD-Fahrer, dass wenn er jetzt Torps und Wasser wirft, können die nur noch durch andere Schiffe oder Hydroakustik entdeckt werden. Durch Flugzeuge werden keine Torps mehr entdeckt in Zukunft. Und der Tarnungsmeister, wie ich oben schon sagte, die DDs können weiterhin ihre 10% behalten, den sie mit dem Tarnungsmeister als Buff bekommen, wenn sie den skillen beim Kapitän. Aber alle anderen Schiffe sind früher sichtbar. Das heißt, es ist leichter für euch zu spotten und leichter für euch, die richtigen Ziele zu bekämpfen. Und was gibt es denn als Nerf? Das sind nämlich auch gar nicht so wenige. Denn die DDs jetzt einen neuen Gegner dazu bekommen haben, nämlich Schlachtflieger. Das ist erstmal so eine Sache, was war das jetzt nochmal, Schlachtflieger? Ja, das sind die Dinger, die Raketen unter den Flügeln haben und damit relativ präzise Angriffe auf DDs fliegen können. Weil erstens, diese Raketen relativ viel Schaden machen, ist ein Flächenschaden bei vielen Flugzeugen, die sie da machen. Und irgendwas wird da immer getroffen, also Resetten ist leicht möglich. Und man hat natürlich als Flugzeug eine ganz andere Perspektive. Wenn jemand im Nebel steht und da die Kanonen abfeuert, dann kann man ungefähr abschätzen, wo dieser DD steht. Und mit Raketenflugzeugen, also mit diesen Schlachtflugzeugen, kann man relativ kurzfristig Raketen abfeuern und die auch gut streuen. Irgendwas davon trifft schon. Und wenn man sich ganz sicher ist, dann kann man auch natürlich lange zielen und dann ganz genau schießen. Und mir ist auf dem Testserver schon einige Male gelungen, auch im Nebel Zerstörer zu versenken. Nächste Sache ist, das Radar wird verändert. Und zwar wird es ja für viele Schiffe verlängert, ja, also für das Radarschiff an sich ist die Radarlaufzeit nicht mit diesem Patch, sondern mit dem nächsten Patch, wird das sehr wahrscheinlich verlängert werden, nämlich bei den sowjetischen Schiffen auf 12 Kilometer, fast durchgehend, gibt da nachher ein paar Ausnahmen, müsst ihr dann hier bei uns in der Flaschenpost, bleibt ihr hier auf dem Laufenden, bringen wir euch natürlich immer die ganzen Informationen weiter und Radarlaufzeit an sich wird nämlich verlängert. Bei der, jetzt als Beispiel, Des Moines nämlich um 5 Sekunden. Und das soll so ein bisschen dem entgegenwirken, dass ihr, also in Zukunft soll das Radar ja so funktionieren, dass die Desmo auf das Radarmodul raufdrückt und in dem Moment für die Desmo der Zerstörer sofort aufgedeckt wird, auf der Minikarte und sofort gerendert wird. Dieses Schiff kann also sofort auf diesen DD schießen, wenn er denn quasi da wirken kann. Für alle anderen Alliierten erscheint dieses Schiff nur noch auf der Minikarte. Nach 6 Sekunden wird dieses Schiff aber dann auch tatsächlich gerendert und man kann es beschießen. Man kann es anzielen und man kann es beschießen. Ja, das sind diese 6 Sekunden, die jetzt dazugekommen sind. Das ist wieder ein Vorteil für den DED-Fahrer, aber am Ende gleicht sich das so ein bisschen aus, weil die Radarlaufzeit einfach länger ist.
die Reichweite größer ist. Und von daher ist er so ein Plus minus Null. Meiner Meinung nach ist er trotzdem ein Problem für die Ds. Eher ein Problem für die Ds, anstatt ein Vorteil. Und dann kommt noch ein Nerf demnächst ins Spiel. Sie ist jetzt auch aktuell im Supertest. Weniger Flutungsschaden. Der Flutungsschaden wird gerade komplett überarbeitet, sodass die Schiffe, die ihr mit Torpedos trefft und Flutung haben, deutlich weniger Schaden erleiden. Und das möglicherweise sogar dazu führt, dass der Schaden gar nicht mehr repariert wird, weil Schlachtschiffe diesen Schaden einfach wegtanken. Ja, weil sie ja mit ihren Treffer, mit ihren Reparaturmannschaften diese Punkte zu 100% wiederherstellen können. Das sind alles so eine Sachen, die möglicherweise problematisch sind für Zerstörerfahrer. Also ihr seht, meiner Meinung nach ist es nicht unbedingt viel besser geworden, jetzt Zerstörerfahrer zu sein. Ich weiß nicht, ob ich irgendeine Sache vergessen habe. Wenn ich sie vergessen haben sollte, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Dann nehme ich dazu da nochmal Stellung zu und bewerte das noch vielleicht nochmal neu. Aber ich habe mir eben in der Bahn schon Gedanken gemacht und ich denke, das sind alle Sachen, die jetzt demnächst ins Spiel kommen oder aktuell schon im Spiel sind. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt und der nächste Punkt ist Inhaltsänderung. Die Inhalte, die sich ändern, ist das Mondneujahr kommt nämlich demnächst und der Kreuzer Exeter wird für Entwickler, Supertester und Community-Kontributoren ins Spiel hinzugefügt. Ja, anlässlich der Feierlichkeiten gibt es dann wieder Standard-Container und eben Premium-Container. Hier seht ihr die Tarnung und der Drachenhafen wurde auch überarbeitet. Da gibt es dann neue optische Effekte, das ist jetzt alles Nacht. Der Drache sieht jetzt ein bisschen bunter aus und es gibt natürlich neue Sounds. Und dann geht's weiter, Kapitäne. Und zwar gibt's verschiedene Kapitäne, wieder die beiden Brüder, einen im Arsenal und einen kann man erspielen. Der hat dann hier Bonis auf dem Sprengmeister. Also Brandwahrscheinlichkeit mit Sprengbomben um 6%, mit Raketen um 2% und mit Sprenggranaten um 3% erhöht statt 2%. Und die Überlebensfähigkeit ist dann auch gesteigert. Gut. Das gibt es dann halt, wie gesagt, den einen gibt es im Arsenal und den anderen kann man sich erspielen oder erkaufen, ich glaube im Premium Store oder ja, Glück haben im Container Dropping und so weiter. Die Musashi und die Kronstadt, die werden unser Spiel verlassen und zwar mit dem Patch 080, also noch 2 Tage und sie werden nicht wieder für Free XP oder für Kohle im Spielclient erhältlich sein. Man möchte vermeiden, dass diese Schiffe immer mehr Spieler bekommen, damit das Matchmaking auch in Zukunft ein bisschen unter bleibt und nicht so, ja, nachher nur noch Kronstadt und Musashis unterwegs sind, sozusagen. Und deswegen wurde schon die Jambar in das Arsenal gestellt für die Musashi als Ersatz und für die Kronstadt als Ersatz kommt jetzt die Alaska dann demnächst ins Spiel. Hier steht auch noch nicht genau, wann tatsächlich die Alaska ins Spiel kommt, aber ich vermute mal kurz nach dem Update 080 wird die Alaska dann als amerikanischer Kreuzer ins Spiel seinen Weg finden. Dann wird es im Arsenal eine besondere Paketreihe geben. Wenn man dann ganz viel Dublonen übrig hat, kann man sich hier Mond-Neujahrs-Container für 8.888 Dublonen kaufen und dann hier nochmal ein zweites Paket kaufen. Da kriegt man schon mal die Premium-Tarnung und in dem dritten Paket ist dann das Premium-Schiff und eine Andenkenflagge und nochmal Container und so ein ganz Kram. Also da muss man ordentlich an Dublonen ausgeben. Bekommt ja dafür das Schiff, die Dings und die ganzen Container hier, wo dann auch wieder andere Sachen, Premium-Schiffe drin sein können. Also panasiatische Schiffe, die jetzt schon im Spiel verfügbar sind. Also Huang He und solche ganzen Geschichten sollen da drin sein. Aber man muss eben, man kann nicht das dritte Paket gleich kaufen, sondern man muss erst das erste kaufen, dann kann man das zweite kaufen, von dem zweiten kann man das dritte und so weiter. Ne? So, dann geht's weiter. Aktualisierung der Unternehmen. Und zwar Kirschblüte, Dynamo, Unternehmen Dynamo, letzte Grenze, Rettung der Raptor und Hermes. Die werden verändert, weil da natürlich Träger eine Rolle gespielt haben in diesen Aufgaben. Und deswegen, ja, müssen die Bots erstmal lernen, mit dem neuen Flugzeugträger umzugehen. Und deswegen werden diese Sachen erstmal aus den Unternehmen entfernt und erstmal die restlichen Sachen verfügbar bleiben. Und dann gibt es noch sonstige Änderungen. Dann sind wir nämlich schon fast am Ende dieser Flaschenpost, die jetzt schon wieder über 30 Minuten lang ist. Sonstige Änderungen. Und zwar gibt es in Zukunft die Möglichkeit, die Transparenz des Nebels anzupassen. Also wer natürlich im Nebel steht, bleibt unsichtbar, in Anführungsstrichen, solange bis er mit Hydro, Radar oder durch selber Schießen aufgedeckt wird, ohne Frage.
Aber es gibt die trotzdem die Möglichkeit, den Nebel transparenter zu machen, damit er eben nicht so doll die Sicht blockiert. Ja, das ist möglich. Müssen wir mal gucken, wie das dann ins Spiel kommt. Da habe ich jetzt das erste Mal auch von gelesen. Dann wird ein Fehler verändert, also behoben. Etwa in der Vergangenheit so, wenn man im Nebel gestanden hat und seine Geschütze abgefeuert hat, dann ist die Erkennbarkeit so hochgegangen auf 2, also Standarderkennbarkeit, sagen wir mal, ist als Beispiel jetzt 2 Kilometer. Man schießt im Nebel, man ist dann 3 Kilometer weit sichtbar, ne, weil man ein Zerstörer ist als Beispiel. Man hat geschossen und die Erkennbarkeit ging ganz kurz hoch auf 3 Kilometer. Da drin war kein Schiff, also ist man dann wieder zugegangen auf 2 Kilometer. Jetzt, so wie ich diese Sache hier verstehe, wird es so sein, schießt man einmal im Nebel, bleibt man für 20 Sekunden 3 Kilometer weit sichtbar. Ja, also muss man jetzt sehr gut überlegen, ob man, wie lange man noch schießt sozusagen, weil man immer die erhöhten Nebelerkennbarkeitswert bekommt, sobald man das Geschütz einmal abgefeuert hat und das für ganze 20 Sekunden. Ja, gerade für Schlachtschiffe interessant und so weiter und so weiter. Also, das ist nochmal so ein Thema. Ich finde das fast ein bisschen schade, dass das hier irgendwie nur so mittendrin irgendwie erscheint, weil das sind wesentliche Punkte für unser Gameplay als geneigter World of Warships-Spieler, finde ich. Aber gut, deswegen habt ihr uns und wir heben das hier nochmal hervor. Also demnächst wird sich, also das Gameplay im Nebel wird sich ein bisschen verändern. Müsst ihr schön aufpassen. Dann Interaktion mit Schatteneffekte, also eine optische Geschichte von Bränden, Wassereinbrüche und Rauch wird verändert. Dann gibt es eine Beschreibung bei den Elite-Schiffen, die sich da verändert hat. Dann wird die Geometrie der Panzerung von der Michael Kutuzov überarbeitet. Dadurch wird sie aber keinen Vorteil erlangen, sondern ist einfach nur eine optische Korrektur, ja, eine mechanische Korrektur. Dann gibt es Geometrie- und Texturänderungen bei vielen Schiffen. Akizuki Mayhem, Asashio B, Atago B und so weiter. Perth, West Virginia und so weiter. Dann werden natürlich hier bei der Kagero noch ein paar Sachen gemacht. Da werden Geometrieanpassungen beim Rumpf und so weiter durchgeführt, um das Ding historisch genauer darzustellen. Genauso wie die Tarnung, die für die Kagero im Spiel gibt. Diese Urashima-Tarnung muss natürlich an den neuen Rumpf angepasst werden. Dann gibt es keine Errungenschaften mehr. König der Lüfte und Flugabwehrexperte werden bis auf Weiteres aus dem Spiel entfernt. Hat natürlich mit der Einführung des neuen Gameplays zu tun. Und es wird ein Fehler behoben, in dem der Clan- und Division-Chat nicht zu maximieren war. Hatte ich auch ein paar Mal, von daher ist es ganz wichtig, dass das endlich gemacht wurde. Ja, dann bei der geringen Auflösung gibt es hier noch bei Schiffskarussell ein paar Sachen. Die visuelle Anzeige des Schiffskarussells im Schiffskarussell für Schlachtschiff Hood wurde überarbeitet und so weiter. Also viele Sachen gibt es dann hier nicht mehr, die man dazu noch besonders hervorheben sollte. Aber eine Sache noch, man kann in der Präferenz des XML-Datei, darüber wird gesteuert, wie viel, und da muss man einen Eintrag hinzufügen, wenn man Replays aufnehmen möchte. Da kann man in Zukunft einen Punkt hinzufügen, wo man festlegt, wie viel Replays aufgehoben werden sollen. Also jetzt die letzten 50, die letzten 20, die letzten 10, gar keins oder unendlich. Wenn man eine 0 hat, speichert er alle Wiederholungen und wenn man dann N ist jetzt hier dann halt die Nummer, also 10, 15, wie auch immer, ist dann die Anzahl, die dann gespeichert wird. Das ist alles, was ich für euch heute in dieser Flaschenpost hatte. Ist wieder eine ganze Menge geworden, das Video ist wieder länger, als ich ursprünglich gedacht habe. Ich hoffe, ich habe euch nicht gelangweilt und ihr seid uns bis zum Ende treu geblieben. Ich würde mich freuen, wenn ihr uns einen Daumen nach oben da lasst für die Flaschenpost, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann schreibt mir in die Kommentare, was euch nicht gefallen hat. Bitte. Seid so konstruktiv und macht das. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt und es jetzt das erste Mal gesehen habt, würde mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Das ist immer eine besondere Belohnung für die Arbeit, die wir hier reinstecken. Und natürlich empfehlt uns weiter. Kommentare und Feedback ist immer gewünscht. Positiv wie negativ, solange es konstruktiv ist. Also, ich danke für eure Zeit und bis zum nächsten Mal hier auf dem Sieghaus-Kanal, dem Infotainment-Portal rund um World of Warships. Ciao, ciao!